Niemand kann einen Jedi töten. Wie tötet man einen Jedi? Um diese Frage zu beantworten, schlüpfen wir in die Schuhe von einem jungen Kopfgeldjäger. Wir sind seit unserem 10. Lebensjahr vollweise und müssen uns irgendwie über Wasser halten. Dann sehen wir einen Zettel. Auf Mace Windu ist ein Kopfgeld in Höhe von 10.000 Credits ausgesetzt. Da wir das Geld brauchen und Mace sowieso nie so sympathisch fanden, nehmen wir den Auftrag an. Durch einen glücklichen Zufall treffen wir ihn auf den Straßen von Coruscant auf einer Mission an. Und ohne groß nachzudenken, zücken wir unseren Blaster und schießen auf ihn. Das war eine schlechte Idee. Denn Jedi können Blasterschüsse erstens problemlos parieren und zweitens, sofern sie ein bisschen was drauf haben, können sie auch auf den Angreifer zurücklenken. Das ist auch genau das, was passiert. Mace Windu lenkt den Schuss auf uns zurück und das kann schon mal tödlich ausgehen. Wir haben hier das Glück, dass wir nur im Koma landen. So, aus dem Koma aufgewacht, verschwinden wir schnell, bevor bemerkt wird, dass wir nicht krankenversichert sind. Und wir merken uns, mit einem Blaster auf einen Jedi zu schießen, ist keine gute Idee. Als nächstes versuchen wir es mit Giftgas. Wir schleichen uns in den Jedi-Tempel und lassen Giftgas in die Kammer, in der Mace Windu meditiert. Das hätte funktionieren können, doch Mace war ein bisschen misstrauisch und da seine Verbindung zur Macht in der Meditation gestärkt war, hat er gespürt, dass etwas nicht stimmt. Doch grundsätzlich kann man sagen, dass Giftgas eine gute Methode ist, um unwissende Jedi zu töten. Bei Mace hat es leider nicht geklappt. Deswegen klauen wir uns einen Flammenwerfer, denn wir haben nachgedacht und wissen, Flammenwerfer haben den Vorteil, dass man die Flamme nicht so gut parieren kann und man kann sie auch nicht so gut per Telekinese umlenken. Und bei einem schwächeren Jedi hätte das eventuell schon gereicht, doch Mace Windu konnte der Flamme ausweichen. So, wie gewohnt ergreifen wir die Flucht und denken nach, was wir als nächstes versuchen können. Wir stellen uns die Frage, was hat die Vorteile von einem Flammenwerfer und hat noch viel mehr Schadenspotenzial. Ja, Sprengstoff, der hat viele Vorteile. Man kann zum Beispiel Granaten und Raketen aus einer sicheren Entfernung abfeuern und auch die können nicht gut abgewehrt werden. Sie können zwar per Telekinese umgelenkt werden, doch das geht nur, sofern der Jedi den Angriff auch kommen sieht. Und das ist zu unserem Pech der Fall. Denn da wir schon dreimal versucht haben, ihn zu töten, ist Mace mittlerweile auf der Hut. Auch dieses Mal kommen wir nur knapp davon. So, da es mit dem Geld langsam knapp wird, beschließen wir, dass wir allein nicht weiterkommen. Wir holen uns Hilfe von Jango Fett und teilen unseren potenziellen Gewinn mit ihm. Jango schlägt eine andere Herangehensweise vor, und zwar den direkten Nahkampf. Das klappt natürlich nur, sofern man auch kämpfen kann. Deswegen übernimmt das Jango. Er bringt uns bei, was er weiß. Um einen Jedi im Nahkampf zu besiegen, braucht man zuerst etwas, womit man Lichtschwerter blockieren kann. Man kann selbst mit einem kämpfen, wie das zum Beispiel General Grievous gemacht hat. Man kann aber auch mit Waffen aus lichtschwertresistentem Material kämpfen, zum Beispiel mit Waffen aus Beskar. Wenn man ganz schlau ist, benutzt man Cortorsis. Mit einer Klinge aus Cortorsis kann man sogar Lichtschwerter kürzen. Man sollte auch generell Panzerung tragen, die Lichtschwerter blockieren kann. Da Beskar eine teurere Option ist, kann man sich auch Energieschilder besorgen, die können Lichtschwerter auch blockieren. So, und um seinen Angriff dynamischer zu machen, sollte man einen Jetpack benutzen. So kann man sich zum Beispiel schnell bewegen, um außer Reichweite des Lichtschwerts zu kommen. Und man kann auch die ganze Zeit zwischen gezielt angreifen und dann auf Distanz gehen hin und her wechseln. Denn Jango Fett hat ja schon gezeigt, dass es vor allem in Kombination mit zum Beispiel Flammenwerfern und Raketen sehr effizient ist. Doch all diese Methoden sind sinnlos, sofern man nicht eins verstanden hat. Der Jedi ist deswegen so schwer zu töten, weil er Dinge spüren kann, bevor sie passieren. Er spürt den Blasterschuss, bevor du ihn überhaupt abgefeuert hast. Er bewegt die Klinge zum Parieren, bevor du überhaupt angreifst. Das macht ihn fast unbesiegbar. Wenn wir ihn also besiegen wollen, müssen wir irgendwie die Verbindung zur Macht, die er hat, schwächen. Aber ist das denn möglich? Ja, ist es, indem man den Willen des Jedi bricht. Man kann zum Beispiel Menschen, die ihm wichtig sind, gefangen nehmen, was ihn impulsiv und unvorsichtig werden lässt. Man kann sich auch zum Beispiel anschauen, wieso die Order 66 so erfolgreich war. Klar, zum Teil, weil es einfach unfassbar viele Klone und damit unfassbar viele Gegner gab, aber zum Teil auch deswegen, weil die Jedi gespürt haben, dass schon ganz viele von ihnen gestorben waren. Dieser Zustand der Verzweiflung hat ihren Willen gebrochen und damit die Verbindung zur Macht, die sie hatten, stark geschwächt. Und so tötet man einen Jedi. Und wenn gar nichts mehr hilft, kann man einfach den ganzen Planeten in die Luft jagen. Problem gelöst. Die Jedi sind, by the way, auch gar nicht so unschuldig. Wenn euch jetzt noch interessiert, was die schlimmsten Kriegsverbrechen der Jedi waren, könnt ihr euch dieses Video jetzt sehr gerne anschauen. Josh out.